Hallo, ihr GameStar-Landratten. Willkommen auf Verlaiste Fleur, eine der 8 Inseln aus Fluch der Karibik. Und ich werde sie jetzt mit auf Kaperfahrt nehmen und Ihnen zeigen, was dieses Spiel alles zu bieten hat. In Fluch der Karibik gibt es sehr viele Story-Missionen, aber auch kleine Nebenhandlungen. Hier muss ich zum Beispiel eine verschlossene Kiste an jemanden überbringen. Doch irgendwas stimmt damit nicht ganz. Und was werden wir jetzt herausfinden? Daher segeln wir jetzt zu dieser Insel, auf der unser Ansprechpartner sein soll, ankern, das geht ganz einfach per Tastendruck, und können dann zu Fuß die gesamte Insel erforschen. Wem das zu mühsam ist, denn immerhin sind die Inseln teilweise sehr groß und auch die Städte sind recht komplex aufgebaut, der kann sich die sogenannte Schnellreisenfunktion zur Hilfe nehmen, einfach per Tastendruck, zack, in die Taverne beamen. In der Beschreibung dieser Quest hieß es nur, dass mein Ansprechpartner in der Nähe des Hafens leben soll. Ich habe ungefähr 10 Minuten suchen müssen, das habe ich aber hier in diesem Video weggeschnitten, um sie nicht zu langweilen. Deswegen habe ich hier gleich Henry gefunden, der mir jetzt die Geschichte der Black Pearl erzählt. Das ist ein verfluchtes schwarzes Piratenschiff, das wohl auch im Kinofilm Fluch der Karibik eine wichtige Rolle spielen wird. Und er erzählt mir jetzt die Hintergründe und gibt mir im Abschluss dieser ganzen Dialogserie den Hinweis, dass mir noch jemand anderes quasi den nächsten Schritt mitteilen kann. Neben Piraten gibt es auch Schmuggler in Fluch der Karibik. Und auf dieser Insel, an dieser kleinen Bucht, habe ich gerade ein Schmugglernest entdeckt. Und die Leute dort geben mir für diese sogenannten Kontrabande, das heißt Waren, die nicht legal eingeführt werden dürfen, besonders viel Geld. Jetzt kann ich im folgenden Dialog mit den Leuten verhandeln, in einem gewissen Maß. Jungchen, bin ganz Ohr. Allerdings überlege ich es mir dann doch am Ende anders, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass mich die Schmuggler übers Ohr hauen wollen. Und da habe ich natürlich gar keine Lust drauf, als handfester Pirat, Freibeuter und Edelmann einer Person. Und während ich jetzt gerade gegen sie kämpfen möchte, geht diese Skriptsequenz los, in der Soldaten auftauchen, die von dieser illegalen Aktion Wind bekommen haben. Ich kann erstmal nichts anderes machen, als zu warten, bis alle da sind. Und sobald sich die ganze Mannschaft versammelt hat, kann ich einen Dialog beginnen. Das Auftauchen der Soldaten hängt übrigens von dem Glückswert meines Charakters ab. Das heißt, je mehr Glück er hat, desto öfter wird er davon verschont. Im folgenden Dialog kann ich nun antworten, was ich möchte, eher lustig oder eher frech. Allerdings wird es immer zum Kampf kommen. Und im Kampf selber kann ich mit nur wenigen Tasten, also genau genommen 3, für Zuschlagen, Parieren und Zurückweichen, eigentlich ganz gut kämpfen. Man sieht's hier mit meinen 3 Begleitern und den Schmugglern, ist der Kampf auch nach ein paar Sekunden schon vorbei. Mit ein bisschen Übung geht es eigentlich ganz gut von der Hand. So, und nachdem alles überstanden ist, können wir ins Schiff zurücklaufen und wieder in See stechen. Glaubt man alten Liedern, dann ist eine Seefahrt ja besonders lustig, aber nur, wenn man nicht seekrank ist. Hier sind wir mitten in einen schweren Sturm geraten und steuern jetzt unser Schiff in der Ego-Perspektive so am Wind, dass wir nicht von den Brechern erschlagen werden und dass wir nicht unsere ganzen Maste und Segel riskieren. Das heißt, erstmal die Segel ein bisschen einholen und Sie sehen auch schon, die Belohnung kommt in Form von Erfahrungspunkten links oben in der Ecke. Das heißt, ich versuche jetzt mein Schiff nach dem Wind auszurichten und wenn ich lang genug durchhalte, dann werde ich mit weiteren Erfahrungspunkten belohnt und mein Schiff wird nicht beschädigt werden. Die beiden Icons unten zeigen übrigens 2 Schiffe an. Das bedeutet, dass ein anderes Schiff mit mir im Verbund segelt. Das kann entweder eine Mission sein, in der ich einen Händler begleiten muss, oder ich habe mir inzwischen ein 2. Schiff leisten können, weil ich so viel Geld verdient habe. Auf dieser Übersichtskarte segeln sie von Insel zu Insel und treffen immer wieder auch auf andere Schiffe, die sie zum Beispiel kapern können, wenn sie sich stark genug fühlen. Hier verfolgen wir gerade einen feindlichen Frachter. Allerdings ist er doch zu schnell für uns und wir wenden uns lieber einem anderen Ziel zu, und zwar hier. Wenn ich wie hier ein neutrales Schiff angreife, wird sich mein Verhältnis zum entsprechenden Land natürlich verschlechtern. In diesem Fall ist das Spanien, das macht mir aber nichts aus und deswegen wechsle ich jetzt in den First-Person-Modus, um das Schiff selber unter Feuer zu nehmen. Das heißt, wenn ich keinen guten Kanonier habe, dann ziele ich am besten selbst und wie Sie sehen können, dank meiner Kanonenüberlegenheit ist die Sandino auch schon nach wenigen Sekunden vernichtet. Das 2. Schiff aus dem Konvoi möchte ich aber kapern und deswegen versuche ich mich jetzt an das Schiff anzunähern. Am Sanduhr-Symbol rechts unter der Übersichtskarte erkennen Sie, dass ich den Zeitraffer-Modus aktiviert habe. Der spart einfach Zeit bei den Gefechten, während ich mich hier an das spanische Schiff heranpirsche, um es gleich zu entern. Sobald ich nah genug dran bin und nicht zu schnell bin, taucht ein Enterhaken-Symbol links oben auf. Das heißt, ich kann jetzt entern, was ich unten per Tastendruck tue. Und dann lande ich nach wenigen Sekunden auf dem Deck des feindlichen Schiffs, wo ich dann die Soldaten des Gegners bekämpfen muss. In dem Fall ist es nur einer, weil ich vorher schon mit Schrapnellen die meisten weggeschossen habe. Und deswegen gelingt es mir dank meiner sehr starken Begleiter in wenigen Sekunden den Kampf zu gewinnen. Und jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich das Schiff übernehme, ob ich die Güter austausche
oder ob ich die Mannschaft übernehme oder es versenke, wie auch immer. In dem Fall nehme ich jetzt mal die Kanonenkugel mit oder gebe vielleicht wieder ein paar zurück, um Gewicht zu sparen, um vielleicht andere Waren mitnehmen zu können. Schau, ob ich meine Crew auffrischen kann mit Spaniern, brauche ich aber nicht. Jetzt kann ich mich in diesem Menü entscheiden, ob ich einem meiner Begleiter das Schiff geben möchte. Möchte ich aber nicht, ich habe ja eh schon zwei. Und deswegen versenke ich das Schiff einfach und werde mich dann wieder meinen Story-Missionen widmen.